Du möchtest Kind und Karriere unter einen Hut bekommen. Ich möchte dir heute berichten von den Chancen und Risiken, in Teilzeit zu arbeiten. Frauen zwischen Kind und Karriere entscheiden sich häufig für Teilzeit, wenn sie dann wieder in den Beruf einsteigen. Und ich möchte dir einen ehrlichen Blick hinter meine Erfahrungen geben, wie ich Teilzeit versus Vollzeit erlebt habe. Denn die große Angst bei den meisten Frauen doch ist, in Teilzeit auf dem beruflichen Abstellgleis zu sein und sich eben gerade nicht mehr beruflich großartig weiterentwickeln zu können. Und für mich war das nicht so. Es war das Gegenteil tatsächlich der Fall. Ich habe mich in Teilzeit sehr weiterentwickelt beruflich. Und möchte dich heute an meinen Erfahrungen teilhaben lassen, sodass du, wenn du jetzt in Teilzeit arbeitest oder auch darüber nachdenkst, mal in Teilzeit zu arbeiten, schon jetzt weißt, ja, auf was gilt es zu achten, was ist wichtig, was solltest du vermeiden, welchen Fehler habe ich gemacht oder fast gemacht und welche Tipps kann ich dir da mitgeben. Ich bin Jenna van Houten. Ich bin Psychologin und begleite Frauen dabei, mutig ihren eigenen beruflichen Weg zu gehen, ohne sich zu verbiegen, so wie es zu ihren Werten, zu ihrer Persönlichkeit, zu ihren Lebenszielen passt. Und damit sind wir ja schon mittendrin eigentlich beim Thema Familienplanung. Für viele Frauen das Thema Kinderwunsch, Familienplanung und das Thema Karriereplanung, wie kann ich mich beruflich weiterentwickeln, ist ein ganz großes Thema, das ich auch bei jungen Frauen schon viel feststelle, dass es ganz früh viele beschäftigt. So, wenn ich nochmal den Job wechsle, aber ich möchte in den nächsten 5 bis 10 Jahren auch Kinder. Kann ich dann aber auch den Job noch wechseln oder was bedeutet das? Wenn ich dann aber auch in Teilzeit arbeite, was bedeutet das? Und ich möchte dich heute mit reinnehmen und dir einfach mal von meinen Erfahrungen in Teilzeit berichten, weil das für ganz viele eine Option ist. Wenn dich aber auch das Thema interessiert, wie haben wir als Paar die Entscheidung getroffen, wer in Teilzeit arbeitet? Wir haben uns nämlich irgendwann auch umentschieden und ich habe Vollzeit gearbeitet und mein Mann ist in Teilzeit gegangen und ist zu Hause geblieben. Wenn dich die Frage auch nochmal interessiert, dazu mache ich nochmal ein gesondertes Video. Das verlinke ich einmal in den Beschreibungstext und das kommt dann passend zum Vatertag online. Heute zum Muttertag möchte ich den Fokus mal wirklich auf diese Option legen, Teilzeit zu arbeiten als Frau. Beziehungsweise ja auch, was bedeutet es, Teilzeit zu arbeiten für deine Karriere? Was gilt es da zu beachten? Welche Erfahrungen habe ich dabei gemacht? Genau, ich habe schon gesagt, ich bin selbst Mutter. Ich habe selbst 3 Jahre in Teilzeit gearbeitet und zwar in den verschiedensten Teilzeitmodellen zwischen 50% und 90%, so fast alles. Und bin tatsächlich nach einem Jahr nach der Geburt meines Sohnes dann wieder ins Unternehmen gegangen und habe wieder angefangen zu arbeiten. Und ehrlich gesagt war der Start gar nicht so einfach, obwohl für mich immer klar war, dass ich wieder arbeiten will und ich wirklich auch mich auf die Arbeit gefreut habe. Ich habe mich wirklich auch darauf gefreut, wieder was ganz anderes zu machen, unter Erwachsenen zu sein, so sehr ich die Zeit mit meinem Kind immer genieße und auch da genossen habe. Und das ist für mich auch ganz, ganz wichtig. Es schließt nicht eins das andere aus, sondern ich kann aus vollem Herzen Mutter sein und mein Kind lieben und die Zeit mit meinem Kind lieben, aber ich darf auch genauso aus vollem Herzen Mitarbeiterin sein und meinen Job lieben und mich da weiterentwickeln wollen. Und ich finde da Teilzeit war für mich eine super Lösung, weil ich beides hatte. Ja, ich hatte nicht beides zu 100% und da muss man wirklich auch realistisch sein. Man hat nicht beides zu 100% und es fiel mir nicht immer leicht, meinen Sohn am Anfang in die Kita abzugeben, weil mit einem Jahr sind sie irgendwie doch noch klein.
Und es fiel mir auch nicht immer leicht festzustellen, dass ich auch im Job nicht zu 100% da bin. Es gehen manche Themen an einem vorbei, wenn man in Teilzeit arbeitet. Also die Nachmittagsgespräche kriege ich nicht mit. Und ich habe schon gemerkt, gerade bei uns war das häufig so, am Nachmittag gibt es schon viele Gespräche, viel informellen Austausch auf dem Flur, in den Büros. Den habe ich nicht mitgekriegt. Und da darf man realistisch sein. Das ist so. Aber auch wenn ich mich anders entschieden hätte, Vollzeit zu Hause zu bleiben oder Vollzeit zu arbeiten, hätte ich natürlich auch einen Kompromiss geschlossen mit entweder meinem Job oder meiner Familienzeit. Ich finde das aber nicht schlimm. Ich fand das auch nicht schlimm, weil für mich hat die Bereicherung das irgendwie überwogen. Ich habe tatsächlich, wenn ich dann von der Arbeit losgefahren bin, meinen Sohn abzuholen, dann habe ich mich drauf gefreut auf den Nachmittag. Und ich hatte ja schon irgendwie die Zeit ohne Kind vorher und ich war wirklich aus vollem Herzen nachmittags da. Ich hatte viel mehr Geduld. Und mit einem anderthalbjährigen oder so kann man auch viel Geduld brauchen. Von dem her war das für mich völlig in Ordnung. Das hat für mich, die Bereicherung hat sich immer überwogen. Und dazu, dass ich nachmittags nicht da bin und manches an mir vorbeigeht, vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich durfte dabei eben lernen, ja, in Vollzeit passieren Dinge automatisch, da musste ich nie drüber nachdenken. Ich habe viele Dinge einfach automatisch mitbekommen in meinem Team, von den Projekten. Und in Teilzeit verändert sich das in der Hinsicht, ich darf jetzt bewusst nachfragen. Ich muss bei manchen Dingen einfach bewusst nachfragen. Und es ist nicht schlimm, es ist nur wichtig zu wissen. Und dann ist man auch nicht außen vor, nur weil man weniger da ist, weil du kannst trotzdem alle wichtigen Dinge mitkriegen. Stell dich nicht selbst auf dieses Abstellgleis. Die Grenzen von Teilzeit beginnen oft in unserem eigenen Kopf, weil ich plötzlich davon überzeugt bin oder denke, naja, ich bin ja nur in Teilzeit da, natürlich kriege ich nicht alles mit, natürlich kriege ich nicht die wichtigen Projekte, natürlich bin ich ein bisschen außen vor und habe eher die Zuarbeitertätigkeiten. Wenn ich davon selber überzeugt bin, dann wird es auch so kommen. Deswegen, was ich mit sei realistisch meine, heißt nicht, sei realistisch und nimm deswegen alles in Kauf, dass es sowieso nichts werden könnte mit deiner beruflichen Weiterentwicklung in Teilzeit. Nein, sei realistisch, nimm die Rahmenbedingungen ganz ehrlich wahr und zwar sowohl die, wie fühle ich mich eigentlich damit in Teilzeit, aber auch, okay, welche Teile kriege ich im Moment nicht mit, weil ich habe, das ist Fakt, in Teilzeit begrenzter Zeit. Ich bin nur ein Teil der Zeit da, ja? Das ist ein Fakt, den muss ich wahrnehmen. Sei da realistisch. Aber wie gehe ich dann damit um? Was mache ich daraus, dass ich nur Teilzeit da bin? Nur Teilzeit in Anführungszeichen. Mache ich daraus, schließe ich daraus, dass es auch nicht möglich ist, dass ich mich gehaltlich weiterentwickeln kann, dass es auch nicht möglich wäre, größere Projekte zu übernehmen? Das möchte ich hinterfragen. Und ich habe das bei mir selber gemerkt, als ich dann ein paar Monate zurück war und bei uns dann auch die Jahresgespräche anstehen und das immer auch eine Möglichkeit ist, nochmal mit dem eigenen Chef auch ins Gespräch zu gehen. Okay, wohin soll es weitergehen? Welche Ziele habe ich für mich persönlich? Was könnte ich mir gut vorstellen? Welche Rolle soll auch weiterhin im Team sein? Welche Entwicklungsmöglichkeiten habe ich oder wünsche ich mir? Und als ich mich so auf dieses Gespräch vorbereitet habe, da habe ich plötzlich gemerkt, dass in meinem Kopf dieses Argument kommt, naja, ich bin ja nur in Teilzeit, ich bin jetzt eben Mutter. Kann ich da überhaupt über Entwicklungsmöglichkeiten sprechen? Und das ist wirklich, denke ich, so oder war für mich der größte Stolperstein überhaupt. Aber ich habe ihn bemerkt. Und das ist, sehe ich bei ganz vielen auch im Gespräch, ich bin ja nur in Teilzeit, ich bin jetzt eben Mama, ich mag die Zeit mit meiner Familie, ich habe mich eben für Familie entschieden, in Klammer sozusagen oder Sternchentext, dann geht Karriere eben nicht mehr. Das möchte ich massiv in Frage stellen, weil in dem Moment, in dem ich merke, ha, ich denke ja so, kann ich es in Frage stellen. Und das ist wirklich mein zweiter Punkt. Nein, es geht beides. Es heißt Kind und Karriere. Es geht beides.
Auf eine andere Art, ja. Aber es geht. Dann ist die Frage, okay, und auf welche Art? Deswegen ist das Zweite, was ich dir mitgeben möchte, unbedingt, nimm erstmal an, es ist möglich. Glaub daran. Und deswegen versuche ich ja heute auch, euch davon zu berichten, wie es bei mir war. Weil vielleicht manchmal auch die Frauen fehlen, die davon erzählen oder die es auch ausprobiert haben und man dann irgendwie vielleicht niemanden vor Augen hat, bei dem das anders gelaufen ist. Aber in dem Moment, in dem ich für mich entschieden habe, nein, ich will nicht nur Familie und Karriere, nein, das ist auch möglich, ändert sich die Frage. Ich stelle mir nicht mehr die Frage, ob das möglich ist oder warum das vielleicht für Frauen nicht möglich ist und komme vielleicht auch noch in den Frust rein, wie ärgerlich, dass das in Teilzeit alles nicht möglich wäre, sondern wenn ich diese Fragen mir nicht mehr stelle, dann ändert sich die Fragestellung hin zu, wie wird es für mich möglich? Und das ist super wichtig. Stell dir in Teilzeit nicht die Frage, ob es möglich ist. Wenn du weißt, du willst es, du willst dich beruflich weiterentwickeln, dann stell dir die Frage, wie es für dich möglich wird. Wie dieses Beispiel, ich kriege nachmittags die Gespräche nicht mit, weil da bin ich nicht da. Wie wird es für mich möglich, trotzdem die verantwortungsvollen Projekte zu übernehmen, trotzdem mitzukriegen, was für meinen Job wichtig ist, indem ich nachfrage, indem ich mir eben bewusst mache, wer sind für mich die wichtigen Stakeholder, die wichtigen Informationsträger und bei denen nachfrage, was wichtig ist und was, wo ich dranbleiben muss. Wie wird es möglich? Und mit der Haltung wird so viel mehr möglich. So viel mehr, als wenn ich von vornherein in meinem Kopf mir diese Grenze setze und sage, naja, es ist eben nicht möglich. Und dann fange ich nur noch an, mich entweder darüber aufzuregen oder damit abzufinden, dass es eben nicht möglich ist. Und es wird viel mehr möglich, wenn ich mich frage, wie, statt ob. Und gerade eben dieses Selbstbild Mama im Kopf zu haben, naja, ich bin jetzt eben Mama. Ja, ich bin Mama. Aber nicht nur. Ich bin trotzdem noch, jetzt in meinem Fall, Data Scientist gewesen. Ich bin trotzdem noch die Projektleiterin gewesen, die Analystin gewesen. Ich bin immer noch die Psychologin. Daran hat sich nichts geändert. Ich bin immer noch der gleiche Mensch. Ich kann noch genauso gut denken wie vorher. Ich kann noch genauso gut kommunizieren wie vorher. Und das mache ich in meinem Job nicht schlechter, weil ich nur Teilzeit da bin. Ich mache das nur noch die Hälfte der Zeit. Aber ich mache es nicht schlechter. Und das ist einfach wichtig, nochmal sich selber dann auch bewusst zu machen, weil das, habe ich gemerkt, hat alles verändert eigentlich. Das hat im Prinzip für mich alles verändert. In dem Moment, in dem ich mich selbst nicht so definiert habe, habe ich auch gemerkt, mich definiert auch niemand sonst so. Ich wurde auch nicht so wahrgenommen, also zumindest hatte ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt nur noch Mama bin, dass ich nur in Teilzeit da bin. Das war dann kein Thema, weil es für mich auch kein Thema mehr war. Und dann hat das eigentlich meine Weiterentwicklung schon wie von alleine ins Rollen gebracht, weil dann konnte ich ganz anders Entwicklungsthemen ansprechen, ganz selbstverständlich auch darüber sprechen, in welchen Projekten ich gerne mitarbeiten würde oder welche weiteren Ziele ich habe und was wünscht sich ein Chef? Ja, eigentlich motivierte Mitarbeiter, die sich weiterentwickeln wollen und die motiviert dabei sind und sich auch selber nicht aufs Abstellgleis stellen. Das ist doch super. Und wenn derjenige dann in Teilzeit da ist, aber trotzdem einen wertvollen Beitrag leistet, dann ist es gar nicht mehr so wichtig. Und das vielleicht nochmal. Karriere in Teilzeit ist nichts Abgefahrenes, Eigenes. Das funktioniert nicht in dem Sinne anders als Karriere grundsätzlich. Karriere in Teilzeit ist wie die Essenz dessen, was wichtig ist ganz grundsätzlich, um im Job erfolgreich zu sein, nur mit weniger Zeit. Ja? Die Essenz verdampft das unwichtige Wasser, damit wirklich nur noch die Essenz übrig bleibt. Und genauso ist es bei Karriere in Teilzeit. Ich muss mich auf wirklich das fokussieren, was jetzt wichtig ist, um auch in Teilzeit meine Karriere weiter zu betreiben,
mich weiterzuentwickeln beruflich, weil das ist möglich. Und wie? Schaut gerne, ich habe eine Checkliste für euch gemacht. Schau rein in die Checkliste und geh die Fragen mal der Reihe nach für dich durch. Und fokussiere dich genau auf das, was in Karriere wichtig ist. Und selbst wenn du nicht in Teilzeit bist, ist es wahrscheinlich sogar hilfreich, dich auf die Art nochmal zu fokussieren. Was ist jetzt wichtig? Wo will ich eigentlich hin? Und wie kann ich das erreichen? Wie kann ich mich da gut positionieren und den nächsten Schritt vorankommen und eben nicht stehen bleiben? Du findest die Checkliste unter vanhauten.com/Teilzeit. Lade sie dir runter, du findest sie auch im Beschreibungstext. Und ich freue mich zu hören. In den Kommentaren schreib mir eine Nachricht. Wie geht's dir, wenn du schon in Teilzeit bist? Welche Sorgen hast du, wenn du in Teilzeit gehen, wenn du darüber nachdenkst, in Teilzeit zu gehen? Ich bin wirklich da auch gespannt, mit euch in den Austausch zu kommen. Aber weiter geht's mit dem nächsten Tipp, den ich jetzt aus Teilzeit noch für dich habe. Und zwar auch nochmal so ein Perspektivwechsel, der mir dann auch bewusst wurde. Ich sage das jetzt mal so als Analystin, aber deine Arbeitszeit ist nicht linear zu deiner Arbeitsleistung. Ja, also wie meine ich das? In der Hälfte der Zeit leistest du nicht die Hälfte des Mehrwerts, den du in Vollzeit leistest. Und das wurde mir extrem bewusst. In Teilzeit, wenn ich 4 Stunden am Tag da war, dann habe ich genau gewusst, wie viel Zeit habe ich heute noch. Was sind meine Themen, die ich heute noch machen muss? Und wie organisiere ich mich, dass ich das schaffe? Das bedeutet, ich war irgendwie wie in einem ganz anderen Mindset unterwegs als in Vollzeit. Natürlich organisiere ich mich auch in Vollzeit gut und gucke, dass ich priorisiert an den wichtigen Themen arbeite. Aber man sagt, Zeit dehnt sich aus, so wie sie zur Verfügung steht. Und wenn dir weniger Zeit zur Verfügung steht, dann priorisierst du plötzlich viel besser. Und das habe ich gemerkt. Ich habe viel weniger Zeit mit Pausen verbracht, ja. Aber ändert ja auch in der Arbeitszeit nicht so viel. Aber auch viel weniger Zeit in Meetings verbracht, wenn ich Zweifel daran hatte, ob die das Thema weiterbringen. Genau, und einfach gemerkt, ich bin in vielen Themen auch schneller. Und das ist auch nochmal wichtig, sich bewusst zu machen, wenn man diesen Gedanken hat, ich bin nur in Teilzeit. Ja, ich werde auch nur noch Teilzeit bezahlt. Für 50% meiner Arbeitszeit bekomme ich nur 50% meines Geldes, obwohl ich nicht nur 50% der Leistung bringe. Und wenn einem das bewusst wird, dass ich ja auch nur die Hälfte des Geldes bekomme für die Hälfte der Zeit, aber gar nicht nur die Hälfte der Leistung bringe zu meiner Vollzeittätigkeit, weil ich ja auch grundsätzlich mit meiner Perspektive, die ich einbringe, mit meinem Blickwinkel einen Mehrwert leiste, auch wenn ich das nur punktuell mache und nicht 8 Stunden am Tag, aber das mache ich ja in Vollzeit nicht 8 Stunden am Tag, zu allem meinen Senf dazu zu geben, dann ist das ja ein Mehrwert, der auch bezahlt wird. Und das verschafft auch nochmal Freiheit, ganz anders darüber zu verhandeln, wie werde ich eigentlich bezahlt in Teilzeit. Das habe ich dann auch selber gemerkt. In Teilzeit kann man durchaus sein Gehalt verhandeln. Ja? Ich muss auch in der Hinsicht mich selber nicht auf dem beruflichen Abstellgleis sehen, sondern ich kann mich auch in Teilzeit gehaltlich finanziell weiterentwickeln, weil ich leiste weiterhin Mehrwert und wahrscheinlich übersteigt der Mehrwert meinen aktuellen Preis, den ich aus Vollzeitzeiten sozusagen hatte. Und ich habe mich gut weiterentwickelt in Teilzeit und habe da einfach auch gemerkt, dieser Shift im ja, als mir das bewusst wurde, das hat einen großen Unterschied gemacht. Deswegen kann ich das nur empfehlen. Ja, sei realistisch, nutz die Möglichkeiten, aber eben auch die du hast, denn es ist sehr viel mehr möglich, als du denkst. Deswegen frag dich nicht, ob es möglich ist, sondern wie es für dich möglich wird. Und wenn du mit der Herangehensweise rangehst und merkst, welchen Mehrwert leiste ich doch immer noch in Anführungszeichen, aber
leiste ich natürlich auch in Teilzeit, dann wirst du dich in Teilzeit genauso, vielleicht sogar noch viel schneller weiterentwickeln, als du das in Vollzeit getan hast. Und wenn dich interessiert, auch wie haben wir als Paar das entschieden, weil ich habe nicht dauerhaft in Teilzeit gearbeitet, sondern dann auch mit Kind in Vollzeit gewechselt und mein Mann ist zu Hause geblieben, wie wir eigentlich dazu kamen, das dann zu tauschen, weil das doch eine mega relevante Frage ist als Paar, wie entscheide ich eigentlich, wer bleibt zu Hause, wer bleibt wie viel zu Hause, wer versucht seine Karriere in Teilzeit weiterzuentwickeln und wer darf das in Vollzeit tun, dann schau auf jeden Fall auf das nächste Video, das dir jetzt hier auch verlinkt ist und das du auch im Beschreibungstext findest. Denn ja, es gibt kein Schema F für beruflichen Erfolg, das ist mein Credo und das geht in Teilzeit, das geht in Vollzeit, finde da deinen eigenen Weg, das geht als Mama, das geht als Vater, als Paar könnt ihr euren gemeinsamen Weg finden und ja, geh da mutig, so wie es zu dir, wie es zu euch passt. Und es hat mich persönlich bereichert und es hat uns als Paar bereichert. Es hat mich als Mutter bereichert in der Art und Weise, wie ich mit meinen Kindern umgehen kann. Das hat mich aber auch für meinen Job bereichert. Und deswegen kann ich nur Mut machen, da wirklich ganz bewusst auch diese Entscheidung zu treffen. Wie möchte ich arbeiten, wenn ich ein Kind habe oder wie möchte ich arbeiten als Mutter oder auch als Vater? Wie möchten wir als Eltern unsere Familienarbeitszeit aufteilen? In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude auch beim nächsten Video. Sei wieder dabei und schreib mir deine Kommentare unten drunter, wenn dich auch mehr zum Thema Teilzeit, zu meinem eigenen Lebensweg, beruflichen Werdegang interessiert. Kommentier, schreib mir, frag nach und ich mache gerne euch noch weitere Videos zu den Themen, die euch interessieren.